Friends in meinem Wiki-Vlog. Ich habe diesen leider ein bisschen zu spät gestartet, weil wir haben schon Freitag. Ich hoffe, dass ich es noch hinkriege, genug zu filmen. Nur diese Woche war irgendwie, ich weiß nicht, wir haben nicht viel gemacht, was ich zeigen konnte. Wenn ich nach Hause kam, lag ich auf der Couch und habe versucht, mich auszuruhen, weil ich hier momentan so starke Schmerzen habe und deswegen auch nicht groß was mache. Auch im Bad machen wir gerade nichts, weil Farbe super viel zu tun hat und ich wollte eigentlich schon das Badezimmer streichen, aber halt deswegen, weil es mir nicht so gut geht, schaffe ich das halt nicht. Das ist ein bisschen schade, weil wir dachten, wir kriegen es ein bisschen schneller hin. Aber ja, auf jeden Fall, wenn noch der nächste Monat da ist und wir wieder mehr Money haben, dann wollten wir auf jeden Fall das Waschbecken endlich holen. Weil wir haben jetzt wieder so viel Geld fürs Bad ausgegeben. Das heißt viel Geld, aber ja, halt mehr als wir sonst im Monat ausgeben, deswegen ja, wollen wir das ein bisschen abwarten. Frage aufgekommen, warum wir eigentlich so viel Geld in die Wohnung stecken, wenn es eigentlich eine Mietwohnung ist. Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Aber als wir damals renoviert haben, zum Beispiel der ganze Boden, den hat unsere Vermieterin bezahlt, also da haben wir gar nichts für ausgegeben. Und Tapeten und Streichen und sowas liegt immer beim Mieter leider. Also deswegen, da kommen wir gar nicht drum rum, wenn man das neu machen will. Und ich meine, Möbel und so hätten wir auch gekauft, wenn wir in eine andere Wohnung gezogen wären. Deswegen, was das angeht, hat es nicht so einen Unterschied gemacht. Jetzt, was das Bad angeht, versuchen wir natürlich schon so wenig Geld wie möglich auszugeben, beziehungsweise wollten da auch nochmal mit der Vermieterin in Kontakt treten, ob sie was dazu tun will, weil wir natürlich ihre Wohnung irgendwie schön machen. Ja, also gebe ich euch recht, man sollte nicht zu viel ausgeben, wenn man ein Mieter ist. Auf jeden Fall passiert gerade wieder so ein riesiger Wandel in meinem Leben. Noch kann ich nicht so viel dazu sagen, aber ja, dauert nicht mehr lange. Also mein Leben wird sich voll ändern. Das hört sich jetzt voll so, hä, was labert die? Aber ja, und dafür hatte ich auch diese Woche ein wichtiges Gespräch und keine Ahnung, es passiert gerade einfach voll viel. Und deswegen, keine Ahnung, vielleicht kann es auch sein, dass ich deswegen gerade so mehr Schmerzen habe, weil ich einfach vom Kopf her ein bisschen mehr gestresst bin. So wegen diesem ganzen Wandel, auch wenn er positiv ist. Aber ja, ich werde euch früh genug davon erzählen, wenn ich mehr dazu sagen möchte und kann. Genau, auf jeden Fall, jetzt fahre ich erstmal meine Nägel machen. Das sind die aktuell. Und ich wollte eigentlich irgendwas Krasses mit Glitzer machen, aber keine Ahnung. Ich dachte mir, wenn ich die nicht so lang machen kann, dann kann es auch so ein bisschen Opfer aussehen. Und deswegen gehe ich es ganz schlicht und mache die einfach nur weiß. Ich werde es euch auf jeden Fall zeigen, aber wie gesagt, das ist nichts Besonderes heute. So, Freunde, ich bin zurück. Da wollte ich euch kurz meine Nails zeigen. Wie gesagt, ganz classy und milchig weiß. Und die sind immer am Anfang noch so sehr spitz, so wisst ihr. Aber das, also ich finde das am Anfang ein bisschen zu krass, aber diese Ecken, die schleifen so automatisch ab, so einfach im Alltag. Ja, ich habe heute mal ein neues Outfit an. Ich überlege gerade, wo ich euch hinstellen kann. Nee, da hält es nicht. Auf jeden Fall habe ich heute die Schuhe angezogen. Die sind von irgendeinem Shop, die waren so Doc Martens Fakes mäßig. Und diesen Rock hier, den hat die Laura mir gegeben. Ist von Sassy Classy. Und ich teste gerade so ein Bodysuit. Ach, wie heißt das? Jetzt fällen mir die ganzen Wörter nicht ein. Shapewear. Ja, und du hast einen Pulli angezogen. Und ja, das wird mein Outfit. Ich mache jetzt auf den Weg zur Arbeit. Da drüber ziehe ich noch meinen Leder-Trenchcoat von Naked. Wahrscheinlich habe ich heute ein bisschen früher frei als sonst. Und Fabio dreht später noch Podcast. Und dann hoffe ich, dass wir heute einen gemütlichen Abend haben. Ich habe morgen auch frei. Morgen hat die Laura Geburtstag. Also nicht morgen hat die Laura Geburtstag, am Sonntag. Aber die feiert morgen rein. Und die feiert morgen rein im Flamingo. Und ja, ist ein neues Wochenende, würde ich sagen. So, that's my look. Eigentlich, man kennt, wollte ich ja nur ein Produkt kaufen. Aber dann dachte ich mir auch, ich probiere noch dies aus und das. Und meistens kann ich mir zügeln, weil ich denke mir immer so, das kostet 2 Euro und das. Und auf einmal bist du irgendwie 60 Euro los. Aber heute hatte ich mich gar nicht im Griff. Das Produkt, warum ich eigentlich reingegangen bin, war das hier. Der Gotta-Be Brow Kleber. Den benutze ich schon Ewigkeiten und der hat auch echt lange gehalten. Aber langsam neigt er sich dem Ende zu. Dann habe ich mir mein Lieblingsdeo nachgekauft. Das von Rexona. Leute, ihr tragt das auf und ihr schwitzt einfach gefühlt nie wieder. Das ist das krasseste Deo, was es auf dieser Welt gibt. Dann, ich konnte es gar nicht glauben, von meiner Lieblingsmarke gibt es jetzt Seife. Ich habe angefangen, damals das Duschgel zu benutzen, dann das Peeling, dann habe ich gesehen, es gibt Kerzen, es gibt alles mögliche und jetzt gibt es auch Seife und das ist meine Lieblingssorte, deswegen habe ich mir die hier mitgenommen. Ich bin sehr gespannt. Dann habe ich noch 2 Duschgel mitgenommen von
super. Ich finde, die riecht immer voll gut. Als nächstes das beste Haarspray. Das hatte ich nur in dieser kleinen Probeversion und habe ich mir das direkt in groß nachgeholt. Dann wollte ich noch dieses Puder ausprobieren, weil mein altes Puder neigt sich auch langsam dem Ende zu. Und dachte mir, ich probiere das einfach mal aus. Genauso wie dieser Schwamm hier. Ich weiß nicht, eigentlich finde ich die von Ebeline nicht so gut. Das ist aber so ein Platter. Und ich dachte mir, ich probiere den einfach mal aus. Und guck mal, der hat irgendwie 1 € gekostet. Weil ich heute Abend auf einem Geburtstag eingeladen bin, wo das Motto Glitzer ist, habe ich mir diesen Lidschatten hier von Catrice geholt. Ich habe eigentlich eine krasse Huda Beauty Palette, die aber schon voll alt ist und ich habe letztens gesehen, die sind einfach vertrocknet. Und deswegen musste ich mir den hier kaufen und guck mal, wie der heute so ist und vor allem wie der hält. Dann noch mein Lieblingslipliner von Maybelline in der Farbe New Seduction. Den habe ich immer auf Vorrat, aber ich wollte auch nochmal eine neue Farbe ausprobieren. Auch von Maybelline, und zwar ist das Almond Rose. Ich bin sehr gespannt. Und ich habe mir noch von Maybelline einen neuen Lifter-Gloss geholt. Ich habe den in anderen Farben, die mir aber irgendwie ein bisschen zu dunkel geworden sind. Und deswegen habe ich diesmal die Farbe Silk genommen. Die ist so ein bisschen mehr rosa. Das Ganze hat stolze 45,35 Euro gekostet. So Leute, ich bin jetzt bei der Lauri angekommen und ich wollte euch noch kurz mein Kleid zeigen. Das ist wieder das von Yassis Kollektion. Das andere Kleid sah einfach nicht gut aus, aber dafür habe ich mir bei Sarah die Glitzerschuhe ausgeliehen, die sie auch an ihrem Geburtstag anhatte, die man so schnürt. Die zeige ich euch gleich, die gehen so bis hier. Ich hoffe, dass es mein Outfit ein bisschen aufwertet. Ja, wir sind alle motiviert und düsen gleich los. Hello Friends. Ich habe mir gerade mein Stativ geholt. Ich mag das gar nicht. Ich dachte, das hätte eine viel bessere Qualität. Wir haben Dienstag und ich habe heute frei. Und eigentlich wollte ich um 30 aufstehen, aber wir haben jetzt 31. Und ich habe wieder Schmerzen. Leute, ich war gestern bei der Physiotherapie. Ich habe schon Fenster aufgezählt. Erzähl es, ich gehe arbeiten. Ich war bei Versteht sich Spaß, glaube ich. Ich kann nicht immer noch. Ach ja, stimmt, schön. Sanft. Ich war jetzt bei der Physio und ich habe keine Ahnung, was das war. Also ich habe ja keine Ahnung von Physio, ne? Vielleicht hat es Sinn gemacht. Ich hatte eine Doppelstunde, 40 Minuten. Ich kam dahin und das Problem war, also die haben mich schon gar nicht gefragt, warum ich überhaupt da bin. Ich meine, da steht ja auf dem Attest, aber der hat gar nicht, also er wusste gar nicht, wo ich Schmerzen habe. Der wusste zwar meine Erkrankung in dem Sinne, wenn er drauf geguckt hat, aber er wusste gar nicht, wo ich Schmerzen habe und sollte mich direkt hinlegen. Und ich so, ja, ich habe übrigens Schmerzen hier. Der weiß vielleicht, was er machen soll. Da habe ich mich hingelegt. Hat der einfach 5 Minuten lang meinen Kopf so in der Hand gehabt. Der war hinter mir und hat ihn festgehalten. Aber der hat nur so gedrückt, der hat einfach festgehalten. Und es war so cringe, weil wir haben bald nichts gesagt. Der hat sich einfach nur festgehalten. Ich dachte so, okay, wann kommt der Punkt, wann ich sage oder was, wann ich den frage, was der da macht. Ja, ich habe es einfach so akzeptiert. Und irgendwann sollte ich mich dann auf den Bauch legen. Hat er meine Wirbelsäule gedrückt, an meinen Beinen und so. Ich dachte mir, okay, sind ja Punkte, die sind im ganzen Körper verbunden. Mist, kann das sein, dass das was mit dem Nacken zu tun hat? So, das habe ich gar nicht angezweifelt. Ja, und nachdem er ein bisschen an mir rumgedrückt hat, meinte, und ist jetzt alles besser? Ich so, wie jetzt? Der so, hast du jetzt keine Schmerzen mehr? Ich so, doch, natürlich. Also, ich weiß nicht, also, ich hab seit 3 Jahren Rheuma und seit 3 Monaten ist es richtig schlimm an meinem Nacken. Wenn das so einfach wegzukriegen wäre, so, also wisst ihr, was ich meine? Ich dachte mir so, will der mich verarschen? Der konnte gar nicht glauben, dass es nicht besser geworden ist. Und dann hat er mich hier reingedrückt in die 2 Punkte. Und der so, und ist jetzt besser? Ich so, nein, immer noch nicht. Wieso sollte es besser sein? Und das war die ganze Stunde so. Und die letzten 5 Minuten meinte er, okay, wir versuchen jetzt was anderes. Leg dich auf den Rücken und atme immer 5 Sekunden ein, 5 Sekunden aus. Er hat Licht ausgemacht, sich neben mich gesetzt und mich beobachtet, wie ich 5 Minuten ein- und ausgeatmet habe. Und natürlich ist Atmen voll wichtig und es ist voll entspannend so. Aber er hat nach jeder Übung mich gefragt, ob ich jetzt keine Schmerzen mehr habe. Ich dachte, Junge, keine Ahnung, was das war. Ich habe morgen nochmal oder am Freitag nochmal 1 Stunde. Und da bin ich aber bei einer Frau, bei einer anderen und ich war einfach weird. Das hat mir gar nichts gebracht und mir geht es heute schlechter als gestern. Lange Rede, kurzer Sinn, es war unnötig. Ich wollte euch jetzt mitnehmen bei meiner neuen Challenge. Und zwar möchte ich, also ich möchte sowieso mehr auf meine Ernährung achten, weil ich jetzt auch voll wichtig für die Schmerzen. Weil man kann mit der Ernährung halt super viel machen, was die Schmerzen angeht. Und deswegen setze ich mich gleich in meinen Computer. Ich wollte es eigentlich schon gestern machen, aber es nicht mehr geschafft. Und wollte mir über Canva, vielleicht kennt ihr das, so ein Designprogramm, so eine, so ein Blatt erstellen,
mit so einer Challenge, wo ich immer jeden Tag ankreuze, ob ich es geschafft habe, keine Süßigkeiten zu essen, kein Fleisch zu essen, genug Wasser zu trinken und sowas halt. Und dann kann ich das mal ankreuzen, weil das motiviert mich voll. Deswegen war ich gestern einkaufen und Leute, mein Einkauf sah noch nie so gesund aus. Ich habe so viele gesunde Sachen gekauft, ich habe nicht so gesund gekauft. Das war krass. Ich habe jetzt auch aufgehört, Kaffee mit Milch zu trinken, sondern trinke das jetzt immer mit Hafermilch. Ich benutze die hier. Wir benutzen übrigens immer so einen Kaffeeaufschäumer von... Welche Marke ist das? Von der hier. Weil jetzt fragen richtig viele, wie wir den Kaffee aufschäumen. Die ist so gut, diese Aufschäummaschine. Damit wird das wie im Kaffee. Und wir benutzen immer diese Kaffeepads von Lavazza. Die sind auch richtig, richtig geil. Übrigens, oh mein Gott, ich habe gestern meine letzte Pille genommen. Und fange heute mit dem Hormonring an. Das Ding ist, normalerweise würde man ja die Pille, die letzte nehmen, 7 Tage seine Tage bekommen und dann die nehmen. Aber das Problem ist, mein Blister war nicht mehr vollständig, weil ich hatte mir einen verloren und musste dann immer einen anbrechen und die letzten 2 fehlen. Und deswegen kann ich diese Pause nicht machen und deswegen meinte meine Frauenärztin, ich soll einfach jetzt den Nuva-Ring nehmen. 3 Wochen und dann sozusagen den rausnehmen. Und das werde ich heute machen. Ich werde ihn heute Abend einsetzen. Ich bin voll gespannt, ob das komisch ist. Und vor allem aber, wie sich die nächsten Tage, Wochen mein Körper verändert. Eigentlich habe ich mir erstmal gedacht, es ist dumm, dass ich mit so vielen Sachen starte gleichzeitig, also was Ernährung angeht und jetzt mit dem Ring, weil dann weiß ich am Ende gar nicht, zum Beispiel, wenn es mir besser geht, woran das jetzt lag. So, wisst ihr? Egal. Mach ich jetzt trotzdem so. Gucken, wie schön der aussieht. Irgendwie sieht das aus wie so eine Landschaft und hinten ist die Sonne und das ist so der Weg, oder? Krass. Weißt du, ob es ein guter Cappuccino ist? Cappuccino! Ist es. Sehr gut. Klar, wenn ich den mache. Er kaut einfach auf Kaffee, das ist so weird. Soll ich dir Apfel-Zimt-Porridge machen? Ja. Apfel-Zimt-Porridge gemacht, Leute. Es ist so lecker, weil wir weniger, also ich auf jeden Fall weniger Brot essen will. Ich habe das mit Haferflocken gemacht, Mandelmilch, Chiasamen, Apfel-Zimt und Bananen. Leute, es geht jetzt endlich im Bad weiter. Ich werde jetzt die Fliesen streichen. Ihr wisst, der letzte Stand war, dass wir die Wand gestrichen haben und die Fliesen geschliffen und sauber gemacht. Das Klo ist ja auch schon da. Das müssen wir noch abmachen. Aber ich werde jetzt die Fliesen streichen. Dafür haben wir diese Farbe hier geholt und die muss Farbe jetzt mischen. Genau, und ich habe mir extra hier so ein Outfit angezogen. Das ist von Ocean's Apart, aber das ist schon dreckig geworden bei der letzten Renovierung. Deswegen ziehe ich das jetzt einfach wieder an. Wie gesagt, für Fliese per Fliese. Boah, allerdings, wir brauchen nur eine Schicht. Nee, wir müssen zweimal. Ja, okay, wie lange braucht das zum Trocknen? Ja, eigentlich am nächsten Tag. Ja, ist doch gut, dann ich schaffe eh nicht 2 Bahnen. Ja. Ich bin aufgeregt. Wir müssen jetzt die Farbe anmischen und ich habe voll Angst, dass wir das falsch machen. Wir mussten selber ausrechnen, wie das Mischverhältnis ist und ja. Ich hoffe, wir hatten keinen Denkfehler. Scha! Steck dir den ersten Anstrich. Hey, zwei, ho. Hey, zwei, go, go, go. So, im Endeffekt. Ich bin auch sehr gespannt, ob das überhaupt. Oh, wie hässlich. Warum hat das Punkte? Weil ich das zu sehr abgerieben habe. Hä, das sieht gut aus. Jetzt schon. Finde ich. Ich finde die jetzt schon schön. Du? Die Farbe? Ja, auch nochmal. Wow. Ich bin eine handwerklich begabte Maus. Du bist echt eine handwerklich begabte Maus. Ne? Also sieht echt schon so hochwertig aus, ne? Ja. Ja. Können wir dann auf den Boden Dream machen? Können wir das dann auch machen, wenn das klappt. Wir haben ein neues Haus. Freunde der Sonne, es ist irgendwie ein total langweiliger Vlog. Es tut mir sehr leid. Die letzten Tage ist wieder nichts Spannendes passiert.
Aber ich wollte euch mal gerade den Stand vom Badezimmer zeigen. Es sieht gerade richtig schlimm aus. Es sieht gerade so schlimm aus. Aber wir sind natürlich noch nicht fertig. Also wir haben alles zweimal schon gestrichen, aber ihr seht, hier sind immer noch so komische Flecken. Ja, deswegen müssen wir nochmal streichen und dann kommt das hier natürlich alles ab, die ganze Folie. Das sieht gerade so richtig düster irgendwie aus. Aber Leute, trust the process. Wir müssen dann ja eh noch den Boden verlegen, dann sieht das auch wieder ordentlicher aus. Und ja, mit den ganzen Accessoires hoffe ich, dass, ja, dass das irgendwie wird. Aber gerade sieht es echt so aus, als hätten wir es für Halloween gemacht. Naja, wir werden sehen, wohin das Ganze noch führt. Ich habe euch erzählt, dass ich gerade so eine Challenge mache. Und habe ich diese Woche eigentlich auch ganz okay geschafft. Also ich habe mir hier so ein Blatt erstellt. Ich wollte es aber nochmal neu machen. Wo ich ankreuze, ob ich es geschafft habe, kein Fleisch zu essen, keine Süßigkeiten, was ich so an Sport gemacht habe, wie viel ich getrunken habe und wie es mir geht. Aber ich wollte es immer neu machen und ein paar Sachen ergänzen. Auf jeden Fall habe ich nur einmal diese Woche Fleisch gegessen. Das ist gut. Also mir ging es jetzt irgendwie nicht diese Woche besser oder so, aber so schnell geht das Ganze auch nicht. Ich würde es auf jeden Fall weiter durchziehen. Und ja, ich habe jetzt auch die Pille abgesetzt, habe ich euch ja erzählt. Und seit 5 Tagen den Hormonring. Da habe ich jetzt auch keine Veränderung oder so gemerkt, aber das ist ja auch alles etwas, was dauert. Deswegen, ja, ich nehme euch auf jeden Fall weiter mit und erzähle euch, wie es mir geht. Aber aktuell hat sich nichts verändert oder so. Farbe ist leider auf jeden Fall ein bisschen am Kränkeln der Arme. Der hustet die ganze Zeit. Ja, auf jeden Fall habe ich heute eigentlich einen ganz nicen Tag. Ich gehe gleich mit den Mädels was frühstücken, um 16 Uhr so brunchen. Ich weiß nicht, wer mit 12 Uhr, soll ich noch was essen oder nicht? Oder habe ich dann nachher keine Hunger? I don't know. Worauf ich mich sehr freue, wir gehen heute in ein Hammambad. Weil die es nicht kennen, ich glaube, es kommt aus der Türkei. Das ist so ein bisschen so ein Wellness-Ding. Also man bucht das und dann liegt man irgendwie auf so einem Stein und dann machen die einen so voll sauber, machen so eine Waschung und so ein Peeling für die Füße, für die Haare und massieren einen und so. Ich bin sehr gespannt. Also ich habe ein Video von der Seite gesehen, das sah einfach wie maximale Entspannung aus. Und ja, that's the plan for today. Und danach gehe ich noch zu Sarah. Und ja. Ich hoffe, die nächste Woche wird ein bisschen spannender und nicht so viel Gelaber. Ich hoffe, das hat euch nicht so doll gestört. Und ja, bis nächste Woche. Ciao.